Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Livestream und Video hier auf meinem Kanal. Heute kracht's komplett. Lost Legends Turnier. 20.000 Euro gibt es zu gewinnen und die geilsten Creator und die geilsten Creatorinnen aus Deutschland und deutschsprachigen Raum sind wieder mit am Start. Heute, meine lieben Freunde, das neue Fortnite-Chapter ist mit am Start. Wir werden das Ganze ennobled austragen. Und es wird wahnsinnig. 20.000 Euro ist nicht ein Klacks. Ja, da geht es hier um einiges, um die Ehre. Und für einige ist es natürlich wieder auch vielleicht der losteste Moment in deren Karriere. Ich habe wieder richtig Bock. Mit am Start ist heute Drexlerino. Wir wollen euch auch gar nicht lange aufhalten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, die Songs haben euch vorher gefallen. Wir haben hier schon mal ein bisschen reingevibed. Alle Teilnehmer sind schon am Warten. Ich habe richtig Bock. Wir starten auch direkt rein. Ich würde sagen, lass uns direkt ins Ruleset gehen. Was geht hier heute überhaupt ab? Und natürlich starten wir hier mit den Teilnehmern, meine Freunde. Die Teilnehmer, die heute mit am Start sind. Und zwar das sind Ich glaube schon alles Legenden auf den Streets, unter anderem hier das erste Team mit Solution und Willi. Das ist auch das erste Mal, dass diese Kombination, glaube ich, stattfindet. Noah Z und Baby Bougie, Mehdi, Stevo, King Phil, Raptor, Sidney, Rohat, Kaiser und Ryrex, Drex-User und Kiddy. Wollten auch mal ein bisschen die Twitter-Bubble hier natürlich mit drin haben. W's in den Chat für die Twitter-Bubble. Wildcat Uso und Mickey. Gregor und diese Gloria, Hanky Splashed, Nikelis Philo, Dave Nightmarke, Cousin Shanti, Eloquence und Veni, Fabo und Fix, Nova und Honeypoo, bin ich auch sehr gespannt drauf, Jay, Sino und Smoggle, Fragstube, Envy, Miss Spark, Vela und Cyreal, Chef Strobel und Unfair, Joni Lost Size, Merle Perle, Yushi, VIP Simon und Whiskey, genauso wie Maurich Pastore und Samantha. Und wir haben euch natürlich ein paar Leute noch gehighlightet. Zeigen wir euch mal direkt, wen wir hier gehighlightet haben. Leute, wo wir sagen, die werden entweder total lost sein oder die werden komplett rasieren. Ihr könnt selber entscheiden, was mit diesem Duo passieren wird. Gehen wir direkt rüber zum nächsten Duo. Das sind natürlich erstmal nur 50 Teilnehmer. Die anderen 50 sind auf der anderen Seite, meine lieben Freunde. Was ist das? Digga, was ist das für ein Bulli? Sidney und Rohat. Wen haben wir noch? Schieb direkt. Ah, der ist auch so ein Schwiegermutter. So ein Foto hier von Rohat. Okay. I got it. Kaiser mit einer Schutzweste. Mit Ryrex. Die Call of Duty-Leute sind mit am Start. Und Hanky und Splash, zeig mal direkt her, wen wir denn da haben. Hanky gestern Abend noch im Club getroffen. Auch. Auch komplett random. Sehr geil. Ich hoffe, der holt heute hier Earnings mit dabei. Wen haben wir noch? Nikelis und Philo. Nikelis hat auch zum Beispiel mal ein Lost Legends Turnier gewonnen, falls ihr euch erinnert, mit Standard Skill gemeinsam. Philo, auch sehr assoziiert mit Red Bull. Wen haben wir auf der rechten Seite? Ein paar Highlights haben wir hier mit dabei. Alter, sieht stabil aus, der Fabo, ne? Uiuiui. Fix natürlich auch aus dem Fortnite-Bereich immer bekannt gewesen. Unsere Ladies, die mit dabei sind. Honeypoo und Nova. Auf der anderen Seite natürlich auch nochmal Ladies. Natürlich auch an alle Streamer. Da muss man ja auch schauen. Vielleicht habt ihr auch schon ein bisschen Angst gegen die Leute hier anzutreten. Könnt ihr auch mal in deren Chats reinschreiben. Wen hättest du so Angst? Ich hätte vor, ich glaube vor Kaiser und Ryrex habe ich richtig Angst. Ja. Ich glaube vor denen hätte ich richtig Angst. Und natürlich hier von Mauri Pastore und von Samantha hätte ich auch Angst. Sieht doch ein bisschen aus wie ein süßes Pärchen vom Dinger, ne? Warum lachst du? Ihr seht die Teilnehmer natürlich direkt vor Augen. Lasst uns direkt einmal hier ein paar Leute highlighten, wer denn hier mit am Start ist. Unter anderem das altbekannte, wahnsinnige, verrückte. Und ich würde sogar sagen, ich glaube, das ist das passendste Duo, was es gibt. Kannst du die einmal highlighten, Amzi? Das Foto, Digga. Die beiden sind einfach wie so ein Mannschaftsfoto. Okay, das ist sehr, sehr geil. Okay, das ist sehr, sehr geil. Wie auf einem Mannschaftsfoto. Wen haben wir da auf der rechten Seite? Hami, krass. Wer ist der Rechte? Das ist Rex, auch eine Valorant-Legende. Zwei Valorant-Spieler, haben ja früher in Fortnite unterwegs gewesen und seit 2 Jahren, glaube ich, das Spiel nicht mehr angefasst. Ja. Aber schöner Anzug, Bro. Schöner Anzug. Ich glaube, das ist auch ein gutes Duo. Boah, ich habe auch... Digga, was ist das für ein Bild von Vicky? Das sieht so ein bisschen hologrammmäßig aus. Ist das so nach dem Boxkampf gerade vorhin? Okay, wir haben Mickey und Bucher hier natürlich mit am Start. Und auf der anderen Seite, ein frisches, neues Duo. Digga, ist das überhaupt sein... Also ist das nicht sein Körper, oder? Das ist doch nicht sein Körper von Hugo, oder? Das ist geboren. Okay. Woher kriegt man sowas? Bro, ich weiß es auch nicht. Woher kriegt man sowas? Und Alexis und Breitenberg. Breitenberg hat sich mal wieder selber ins Turnier eingeladen. Finde ich richtig gut. Hatte mir vorher nochmal 2, 3 Immobilien verkauft. Und Alexis auch mal... Ich sag's nicht, oder? Was? So, ein schönes Bild. Ist ein schönes Bild. Es kracht hier schon wieder.
Das ist nicht Swag. Ich wollte gerade sagen, hey, wie viele Swag gibt's denn? Alter, chilliger Swag, Mann, der sieht ja genauso aus wie sie. Swag und Angelina sind neu nämlich reingekommen, deswegen hat das Team das anscheinend noch nicht so hinbekommen. Anayo und Pentagon, auch ein super süßes Pärchen, ne? Sind sogar zusammen. Ah, wirklich? Die sind zusammen. Okay, ja. Vielleicht auch mal einen Ring ranmachen, ne? Würde ich mal sagen, Pentagon. Und Robin Hack, die Legende. Ja, mit der Robin Hack, der ist ja crazy, oder? Ja, der hat letztes Mal gewonnen, Bro. Mit Frey, oder? Ja, die haben letztes Mal mit Frey gewonnen. Frey auch die einzigen Earnings geholt. Nassim auch mit am Start mit Pro7. Ich war auch gerade Pro7. Digga, wie geil. Pro7. Alter, Leute, ich hoffe, wir haben hier gute Leute für euch ausgewählt. Für die Leute, die sich fragen, wo Eli Jello ist. Eli Jello ist leider heute in Köln. Der macht irgend so eine FIFA-Veranstaltung. Konnte er nicht absagen, deswegen ist er leider nicht dabei. Freut sich aber und lässt liebe Grüße da. Und Monta hat wieder gedonnert bei WhatsApp. Und sonst sind eigentlich alle mit am Start, wo ich richtig Bock drauf hatte. Ich würde sagen, wir gehen direkt einmal hier sofort Preisgeld, Punkteübersicht, dann ab in die erste Runde. Yalla, ich hab Bock. Heute werden nämlich einige Runden gespielt. Unter anderem, meine lieben Freunde, 8.000 Euro für den ersten Platz gibt es zu gewinnen. Und wir haben das extra head-heavy gemacht. Bedeutet, dass die Top 3 hier komplett geistesgestört viel Preisgeld mitnehmen. 8.000 Euro für den ersten, 5.000 Euro für den zweiten, 1.500 für den dritten. Und jede Runde, und das ist nämlich das Wichtige, es ist egal, es ist scheißegal, wie viele Kills ihr geholt habt, jede Runde gibt nochmal 500 Euro extra, die ihr gewinnt. Also, falls ihr letzter Platz seid, könnt ihr trotzdem 500 Euro gewinnen, falls ihr eine Runde gewinnt. Und es gibt noch eine Special-Runde, meine lieben Freunde. Eine Special-Runde. Können wir das direkt einmal zeigen, was da passieren wird? Weil hier wird es krachen. Weil hier wird es krachen. Und ich hoffe, das haben die Creator sich angeschaut. Wir werden heute nämlich 7 Runden Fortnite spielen. Und eine weitere Runde wird ein Mega-City-Speziale sein. Also die 8. Runde sozusagen. Das ist so gesehen die 8. Runde. Das ganze Ding wird, glaube ich, keine 5 Minuten dauern. Alle 100 Spieler in Nobelt landen in der Mega-City. Ihr dürft alle Waffen benutzen, die ihr dort seht. Ihr dürft alles Healing benutzen, was ihr seht. Ihr dürft euch verstecken, ihr dürft campen, ihr dürft W gehen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Und 2.000 Euro wird es für den Gewinner nur von dieser einen Runde geben. Als Spezial, das ist nämlich das Season-Highlight aus der Season. So ein bisschen Anime-angelehnter Content. Sieht geil aus und wird unglaublich doll laggen, wenn alle 100 Leute dort landen. Ich freue mich schon drauf. Viel Spaß damit. Das wird ein absolutes Chaos. Einmal schnell das Punktesystem, denn das ist ziemlich simpel und leicht erklärt. Aber ihr müsst ja natürlich auch sehen, worauf kämpft ihr denn heute überhaupt? 30 Punkte gibt es für einen Sieg. Top 25 kriegt auch schon den allerersten Punkt. Und jeder einzelne Kill gibt nochmal einen weiteren Punkt. Ich habe mich jetzt extra dafür entschieden, für einen Punkt pro Kill, damit das nicht zu kill-heavy wird, das Punktesystem, ja, sondern auch Leute belohnt werden, die konstant spielen. Wir haben 3 Runden. No-Build, ganz normal No-Build, wie ihr das kennt. Dann eine Runde Megacity Spezial und 4 Runden dann weiterhin No-Build. Falls es dazu kommt, dass wir sehen, irgendwelche Waffen sind viel zu OP oder sowas. Die Season ist gerade erst neu, seit einem Monat oder so. Oder das ganze Chapter. Deswegen, wenn da irgendwas passiert, dann einigen wir uns vielleicht auf irgendwelche Waffen, die wir bannen müssen oder so. Also, ja, das machen wir mega spontan. Ich habe die Season viel gespielt, aber ich wüsste jetzt nicht, was zu OP sein sollte, außer die mythische Pump oder so. Aber davon gibt es halt auch nur 3 so. Oder, weißt du, so. Glaube ich da mal, ja. Wir starten in die erste Runde. Fortnite, No-Build, das Ganze auf der neuen Map in der neuen Season. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Laune mitgebracht. Eins gerne in den Chat, wenn ihr Bock habt. Lasst gerne hier einen kostenlosen Follow da. Twitch Prime ist ja prinzipiell immer kostenlos. Das Ganze hier ohne Sponsor. Epic Games hat das Ganze gestellt. Epic Games. WWWs, sehr korrekt von denen. Und 20.000 Euro. Wir machen hier keinen Kassensturz. Wir geben das alles an die Creator raus. Yalla, yalla, yalla. 7 Runden werden gespielt, plus nochmal die Mega-City-Runde, die nochmal extra on top dazugekommen ist. Wir haben hier den Sonntagabend komplett gefüllt mit Content. Ganz Deutschland Twitch spielt jetzt hier gerade Fortnite und versucht euch dort zu unterhalten. Und so lost wie möglich natürlich auch zu sein. So, wir sind gerade auf Rohat und Sydney drauf, by the way, Chat. Digga, die wissen sogar, wie sie mit den Perks umgehen müssen. Nur, dass er nicht leichte Finger ausgewählt hat, was eigentlich mehr Sinn machen würde, aber ja. Combat ausgewählt, weiß ich nicht. Combat weiß ich auch nicht. Also Combat ist echt kacke. Naja, nee, in Noble spielt alle Combat, by the way. Du musst rechts rumbleiben, oder? Hast du schwer? Da ist die Tech schon noch besser. Ah, ich hab zwei Schlüssel. Oh mein Gott, Digga. Die Combat spielen jeder. Alter, geil. Aber denk dran, oben sind noch welche. Hier, ich hol dir die Pump. Achso, oh mein Gott, ja. Er sieht eigentlich einfach ein bisschen witzig auch aus. Du die Pump, oder? Ja, steht da ein Ronaldo oder? Da steht ein Sue hinter ihm. Oder willst du ein... Achso, du hast... Da steht ein Ronaldo hinter ihm. Okay. Oh, warte mal. Das ist doch safe Sydney. Das ist safe... Nee, das ist Medi normalerweise. Das ist normalerweise Noah Z, was? Ach du Scheiße, auf Wiedersehen. Oh, über ihnen. Übungs. Der zählt. Noch ein Hit, noch. Ja, das war's. Oh mein Gott, das war's. Dieser komplett Nordzeit, das war's. Renn, 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 ren
Alter, die sind da oben, die sind da oben, rennen einfach weg. Irgendwo, schau mal, wo die sind. Rudi, oh. What the fuck, von Anonymous. Trimax größere Sniper-Legende als Mickey, sagt der Chat. Okay. Boah, ist das eine Diskussion, die wir jetzt einmal ganz kurz anfangen? Ist das so eine kleine Diskussion, die wir kurz anfangen, Chat? Wer die größere Sniper-Legende ist? Oder vielleicht auch Amar? Ja, weißt du nicht mehr Amar, CODTV, diesen Snipe, den ich zum Schluss gehittet habe in dem Trimax-Turnier? Sag dir ehrlich, der im Haus. Digga, du bist ja ein Loser. Trimax besser als Mickey. Es sind nur Einsen im Chat. Bist du bereit reinzukommen? Okay, ist schon geil. Alles müssen wir Chat glauben, glaube ich. Okay, ich glaube euch einfach. Von hinten noch, von hinten noch. Ja, von hinten. So ein Schlechter. Aber er will ja herkommen wahrscheinlich. Nochmal zu der Tanke. Nein, ich sag ihm das nicht. Guter Call. Selber so? Herausfinden. Er muss es sogar sehr gut googeln. Sehr stark, schön. Und jetzt komm hier hin. Hier Alter, ist der Truck, hier ist der Truck. Wir können den Truck kaputt machen. Er ist one. Ganz stark, ganz stark. Hey, warte mal, Raptor holt den Kill. Raptor holt den Kill, Chat. Gutes Aim. Ist eigentlich Keyboard? Er ist finished. Ja. Kannst du noch looten? Warte. Nicht dumm. Denk ein bisschen nach, denk. Warte, ich loote den. Ich trinke rechts von uns. Ja, hast du Zeit? Oh, also bitte nicht. Ich bin ganz bei dir. Das ist das Wichtigste für das Late Game. Nimmst du bitte mit. Digga, die sind so verloren. Sie hat ja die normalste Gamer. Gamerhaltung. Gamerhaltung. Oh, sie ist tot. Ach du Scheiße. Das war's. Bei ihr krankt komplett. 42 Leute Live-Chat. Yep, das ist durch. Schade. Ja, geil. Angelina FTG. Ja, das ist mit mir die Sechser sauer. Digga, warte mal. Genau. Ich glaube, Willi wurde gerade von Medi geholt. Ist das richtig? Ja, ich glaube, das ist. Der guckt den gerade zu. Offen, ne? Alles offen. Wir gucken den gerade nur zu. Ich habe Glück, in der Baum hier ist eine Zone. Schöne Hits. Digga, Medi ist ein richtiger Gamer, glaube ich. Hier links rum. Halt guck mal, weißt du, was das Ding ist bei Medi? Der hat mal so verrückte Tage. Rechts von dir. Normalerweise eigentlich nicht so gut. Okay. Aber es gibt so Tage, da gewinnt er auch Mario Kart Turnier oder sowas. Dann ist er ein richtiger Gamer of the Year. Aber es gibt halt auch Tage, wo einfach letzter Platz. Lass auf die warten, wir können die vielleicht noch bekommen. Auf einen guten Tag kann er was reißen. Auf einen guten Tag kann er erster Platz werden. Nee, wegen Zone. Okay, super. Glaube ich ganz doll sogar. Wollen wir rechts? Du Schwert, wir Heavy Snipe. Shanti, wohl drei Leute. Oh, Rohat wurde gesniped. Rohat wurde gesniped, Chat. Er ist halt im offenen Haus da. Oh mein Gott. Nee, trag ihn! Sette! Ja. Bitte nicht her. Oh mein Gott, er wirft ihn gegen die Tür. Oh, Schildblatt, das Bart! Mords, wenn irgendwas ist, auch gerne einfach ein Subchat, ne, wisst ihr. Ja, also Rohat ist. Er hat ein Schwert. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Digga, wirf doch die Bubble vorher, Bro! Mann. Digga, was macht Rohat? Ach du Scheiße. Er stirbt einfach. Das passiert, wenn man nicht früh genug rotated. Ja. Die haben da Lobbit. Die haben da einfach im Haus gechillt und hätten rotaten können. Der andere drin. Schade. Oh, kommt 13. Raus mit euch. Du müsst die weg, Hugo. Er spielt halt mit Hugo, Chat. Aber Hugo ist auch nicht so schlecht. Hugo ist echt nicht shit, ne. Ich hab 4 Kick geworfen. Oh. Schöner Hit, ja. Schöner Hit. Nein. Hugo aber tot. Nein. Das sind schon mal 6 Punkte. Und das war's. Ja, aber Platz da. Die haben 6 Kills geholt, Chat. Kaisar noch alive. Digga, Kaisar ist ein Schwitzer. Ja, der ist echt ein Schwitzer. Und ich hab immer gesagt, er ist Dogshit. Also ich hab ihn als Dogshit geratet, bei der. Ja, du hast auch mich immer Dogshit geratet. Ja, aber du bist auch Dogshit. Wenn du gehst, werde ich dich komplett hier rausschmeißen. Einer ist im Baum! Einer ist im Baum! Ach du Scheiße. Passt. Die haben einfach 8 Kills zusammen. Genau in der Zone. Er ist drin. Er ist jetzt gerade drin. Vor allem jetzt mit dem Schwert kann er easy reinrotaten dann. Top 5. Er müsste irgendwie schauen, dass er irgendwie bessere Pose hat, wo er schaut, wo was abgeht. Ich will gar nicht schießen. Ja, ich auch nicht. Ich spiele so eklig. Alisa. Oh. Sie ist live, sie macht einfach Kills. Fix, raus mit dir. Ja, top. Hä? Das ist ein 1v1v2, glaube ich. Alter. Sahnetorte und Christina. Sie sind alles. Falls Trimax gerade zuschaut, Sahnetorte und Christina outplacen dich gerade, Bro. Sieht ihr einer? Schade. Wer war das? Splash. Das sind die COD-Schwitzer. Kaiser auch noch, ja. Sniper drinne für den Bruch. Lass die fighten und dann ist alles gechillt. Let him cook. Das ist ein Duo. Ja, ist ein Duo. Splash COD holt 11 Kills? Ach du Scheiße. Splash COD holt 11 Kills, Chat. Alleine. Was ist denn das bitte? Das ist ja komplett verrückt. Die COD-Schwitzer schon wieder. Die COD-Schwitzer ist halt Warzone, ne? Warzone ist ähnlich zu Nobled, aber dafür spielen sie kein Fortnite. Ja. Wir gehen rein, Chat. Zweite Runde. Dabi ist in den Chat für die zweite Runde. Ne?
Ja, hier unten 44, 44. Einmal da runter den See lang, auf der anderen Seite gleich. Nice, ganz stark. Oh, hier ist eine grüne, die haben Killgut. Chef zu dem Strobel ist dead und Merleperle auch dead. Ah, der, man kann doch nicht von innen rausschießen, der ist dahinter. Digga, der Typ ist verloren. Der Typ ist komplett verloren. Der ist ja voll die Box, da schon. Wenn das jetzt aus ist, der tot. Und tot. Da ist er, ich mach 30 Damage. Das war's. Digga, geh doch rauf auf ihn! Nice. Ah, ist schon tot. Wo ist dein Mate? Auch tot, habt ihr beide. Wahnsinn, wer war das? Keine Ahnung. Wen haben sie geholt? Keine Ahnung. Warum steht das da nicht? Moritz. Habt ihr gut gemacht. Oh, Joncha und Moritz. Hier ist ein Fletch. Alles ist, also. Sidney hat Krach. Sidney? Oh. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Nein. Er holt sich Johnny. Er schaut sich weg, Bro. Oh mein Gott. Oh Gott, Sidney. Ich komm nicht weg. Oh! Crack! Ja. Sidney! Sidney! Lost Size. Crack! Wer war das? Lost Size. Sag's mir, Sidney! Ja! Richtig. Mein Pferd! Hugo. Oh! Trimax im Fight! Swag! Dead! Warte mal! Der Swag! Oh mein Gott, wo nehmt er? Yo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Trimax! Oh mein Gott! Ich spiel nie wieder mit dir in meinem ganzen Leben, Romatra. Das war das letzte Turnier. Hol mich hoch! Schnell! Ich spiel nicht mehr mit dir. Kannst du mich hochholen? Digga, Trimax im 1v2-Chat! Und raged und flamed sein Teammate. Digga, früher hab ich ihn gecoacht in Call of Duty. Dann hat er mich gecoacht in Fortnite. Und jetzt caste ich ihn in Fortnite wieder. Und er macht ein 1v2, ein legendäres. Ja, Romatra, dann nimm mal hier. Teil die mal schnell auf. Ich sterb sonst, Okay. Du musst die Medkits aufteilen. Gib mir eins. Oh, ich weiß nicht, wie man aufteilt! Auch nicht! Werfe Rechtsklick. Nimm es doch mal, ich hab doch voll Mann! Gib mir eins! Ich kann mit Rechtsklick nicht werfen. Ich bin tot. Ich bin gestorben. Natürlich kannst du werfen. Ich spiele nicht mehr mit dir, Romata. Das war das allerletzte Turnier. Wieso tue ich mir das an? Warum denn? Full AP. Ja. Wieso solltest du? Du solltest aufteilen. Ich will nicht aufteilen. Ich gehe jetzt. Ich laufe jetzt alleine rum. Tschüss. 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 Bald einfach. Tschüss. AMK53. Wir gehen einfach auf das Haus. Aber sein Background sieht geil aus. Das ist Merchat. Für die Leute, die Mert nicht kennen, der hatte den legendärsten Clip meiner Meinung nach aus dem letzten Lost Legends Turnier. Dietrix, aka Dieter, die Zone, hat mit Mert zusammengespielt und mit Nassim Bujelab. Also diese Kombination, die gibt es auch nur hier. Und Dieter hat doch, glaube ich, zu Mert gesagt, halt mal jetzt die Fresse, du Pisser oder so. Irgendwie sowas. Oder komm mal jetzt her, du kleiner Pisser oder so. Ja, was soll ich sagen, Chat? Halid, so eine Facebook-Legende. Oh, ja, true, den kenne ich. Ey, komm, der ist. Echt? Ja, ich glaube. Damals immer auf Facebook habe ich den. Bro, Facebook. Hey, wo ist der Halid? Bro, Facebook. Also komm. Naja, okay. Wer von euch hat noch Facebook so aktiv genutzt? Ich hab Heavy, 6 Splashies. Hast du so aktiver Facebook-User? Geht. Bro, ich bin knackig und frisch, so weißt du? Ich brauchte kein Facebook. Kannst du Heavy nehmen? Nee. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. 13. Oh! Was macht der eine? Der steht noch. Oh mein Gott, ist der lost. Nein, der ist verloren. Er lädt aber auch. Der ist One-Shot. Digga, die sind beide komplett dumm. Hä? Das ist dead. Was? Wie geht das? Ach du Scheiße. Nein. Das war dumm. Das war dumm. Jetzt warte. Du hast geschossen. Du geisteskrank. Scheiße. Du hast gesagt jetzt. Warum switchen wir? Ich will das kurz hören. Oh mein Gott. Aus dem Busch. Julian, das war das Schlechteste, was du jemals in einem Lost Legends Turnier sehen wirst. In 30 Jahren. Stimmt's? Ja, ich hab recht, da müssen schießen, war ein schlechter Call. Auf die Range mit SMG. Die haben nicht geschossen, also Trimax? Trimax hat kurz geschossen. Hat er irgendwie gar nichts gemacht? Oh, ich wär sauer. Oh, Scheiße. Ich wär komplett gebrochen. Die haben sich alle nur so, die standen, aber haben nicht so sich so gefightet, sondern nur so immer so ein bisschen. Ja, die haben sich kurz angepiekt so. Immer. Ja. Mein Gott, schau diesen Bruch an. Digga, das ist der komplette Scheiße. Vollbruch in seinem Gesicht. Er ist richtig sauer. Ich würde sogar sagen, dass er gerade Romana seinen Stream aufgemacht hat. Ja. Mal eben. Oh mein Gott. Ja? Erstmal Spiel, oh mein Gott. Erstmal Spiel. Alter. Das will mich triggern. Ich glaube, Danny, wenn du kannst, dann ich mein Schwert aber rüber, wenn ich ehrlich bin. Oh
Obwohl, die haben es gut gemacht, die werden sicher gleich gepusht, da. Rort und Sinn haben auch so eine überkrasse Pose, ne? Die haben so eine überkrasse Pose, Chat. Lauf. Guckt euch das an, die haben komplett Highground. Also das ist winnable, sehr winnable für die. Guck mal hier links oben. Hinter mir, genau hinter mir. Oh mein Gott. Er darf nicht sterben. Auf den Deck. What? Oh. Danny! Ey, warte mal, das sind Danny und Willi gegen Rohat. Oh mein Gott. Gegen Rohat und Sydney. Sag shit on. Sag was. Sag shit on. Nein, er ist gerade so im Fokus, er hat nicht mal gecheckt. Ja. Sag shit on. Ja, Digga und Posi, genau. Hier ist einer bei mir. Oh mein Gott, da ist ein Random hier. Twitch-Stream. Wer ist das? Noch einer. Und noch einer. Warte mal. Hanky. Hanky, komm. Noch Kinder. Einer. Ich weiß nicht. Minus 60, wir müssen runter. Kevin Panewitz war das. Luft, ah ja. Panewitz ist down. Okay. Miki ist auch gerade down. Bitte bleib da oben, bleib oben. Let him cook. Bleib oben. Ruhig, bleib oben. 50. Ach du Scheiße. Ruhig. Sit. Ja. Das ist Vayler. Vayler auch stark bis in die Top 8 gekommen. Oh, der ist out. Das ist ein Öler. Wer war das? Ja, die sind da. Hanky. 150 einer. Hanky spielt auch so smart, man. Ja. Bei Nock. Die holen sich sogar Marke. Ich mach Holz kaputt. Das könnte der Back-to-Back werden. Es sind 500 Euro pro Winchester. Der wird wessen, Bro. Der wird wessen. 500 Euro. Ja, der West. Geh rein. Haut ab. Arrest. Tot, das ist nochmal ein Punkt. Wir haben Highground. Das sind 9 Kills jetzt. Und ihr müsst mal überlegen, im Late-Game hatten die nur einen einzigen Kill. Die haben jetzt schon wieder 9. Chill einfach oben. Warte, bis die hochkommen. Chill einfach oben mit Shotgun oder so. Warte einfach. Ich guck nur. Die haben gewonnen. Bisschen Info. Chat, das ist gewonnen. Glaubt, die sind alle unten Wasser oder sowas. Ja. Das ist gewonnen. Die fighten, komm rein. Ich will da ein bisschen da rüben noch schauen. Jetzt rein. Die fighten noch nicht. Okay. Ich geh wieder hoch. Einer ist oben, 180 hab ich ihm gegeben. Nicht drunter gehen. Der ist wieder runter. Oh, oh. Nein. Oh mein Gott. Ich seh ihn nicht. Nein. Beste. Ein Solo. Hat die Gold. Wasser. Ich hab... Ja, das war's. Chat, das ist der Back-to-Back. Ich leg mich hin. Und ich leg mich Let's go, baby! Let's fucking go! Bis 8 Uhr morgens im Club performt, Chat. Bis 8 Uhr morgens war er mit uns im Club und hat performt. Er holte gerade 2 Siege im Lost Legends zu dir. Das sind schon 1000 Euro safe. Das ist krass. Einfach back to back. GG's. Ey, warte mal. Also, ihr wollt mich verarschen, oder nicht? What the fuck, Digga? GG's. Splash und Lanky. Ihr seid ja absolute Legenden. Back-to-back-Win. Holy mal, shit. Und ihr macht ja die Kills erst komplett im tiefsten Late-Game. Ihr habt ja im Early-Game gar keine Kills, im Mid-Game auch nicht. Ja, wir hatten keine Katanas, das kam erst super late. Die sind so richtig einfach. Alter, what the fuck, Alter. Aber ich kann nicht. Bro, ich wollte so doll nach Hause heute Nacht und Amar sagt, nein, du kommst mit. Hey, also, tu jetzt nicht so, als wäre ich der Teufel gewesen. Nein. Du wolltest es auch. Ich finde das so geil, weil wir haben eine kleine Wette gemacht. So. Ich meinte, wir gewinnen. Und du so, nee, aber läuft gut für uns. Ich will jetzt nicht jinxen, aber ich bin selbst überrascht. Okay, also so wie du gestern getaumelt hast, hätte ich gesagt, da passiert heute gar nichts mehr. Ich habe mich gewundert, dass du überhaupt aus dem Bett gekommen bist. Aber auch Splashed, auch dickes GG an dich. Ja. Dich kenne ich ja schon seit, Ghost? Nee, oder ein bisschen früher. Lange Zeit. Ewige Zeiten. Also Splash auch schon absolute Legende auf den Streets. Damals noch ein kleiner Knecht gewesen, aber jetzt ist er auf jeden Fall Crew. Aber wir waren ja alles kleine Knechte. Ey, geil. Ja, genau. Jungs, 1000 Euro habt ihr schon mal safe. Krass, Mann. Ey, vielen Dank für die Einladung, ne? Die Club-Einladungen sind wieder drin, Bro. Nächstes Mal geht dann auf dich. Ich hab mich zusammengerissen, ohne Witz. Oh, sieht gebrochen aus. Digga, Alex sieht ja komplett gebrochen aus. Das sind Stressfalten. Ja. Das sind auch nicht die besten Waffen. Ey, Chat. Sie darf keine Stressfalten bekommen. Der Content besteht aus gut aussehen. Ich glaube, Breitenberg und Alexis sind down. Und ich hab's doch gesagt. Buch hat ein Ding gefressen. Hol dir! Ja! Oh, das ist Mehdi! Und der Finish. Shield and Rest! Bitte! Down? Nice. Okay. Cracked? Oh! Da oben. Ich finde schon anders. Digga, was ist das für ein Aim? Ich weiß, aber du hast keinen Green Life. Zone kommt. Ja, ich nehme mich schon hier. Digga, mach doch einfach die Chest auf, vielleicht kommt doch doch Green Life raus. Jungs! Ah. Er hat halt Schwert und wir nicht. Ist das verloren? Und die haben kein gutes Ende zum Glück. Warte. Digga, ich liebe es, wenn diese Zufälle zusammenkommen. Ey, die haben kein gutes Aim. Tot. Guck mal hier. Digga, das ist so Ariana. Keine Ahnung. Alday oder so hören die da gerade. Digga, was machen die da? Ich hab die Waffe durch.
Alter, crack komplett. Bam. Bam. Wenig Troll. Let's go. Ich hab's Schwert sogar. Let's go. Right Peak die ganze Zeit. Ja, Right Peak, er aimt rein und geht auf den Headshot. Oh, lila Punk. Man merkt, er ist ein Gamer. Hinter uns, oh mein Gott, hinter uns. Runter. Hinter uns. Bitte wirft doch eine Bubble, wenn ihr low seid, Jungs. Komm her, ich kann schon. Die sind echt voll HP, die können ja ein bisschen fighten auch mal. Ja, ja, safe. So, der stand da am Baum. Wie soll denn Frankfurter reden? Nein, der ist da nicht mehr. Neben uns, neben uns. Oh Gott, Travis am Lasern. Nice, nice. Oh, geh hin. Hä? Was macht denn Romatra? Ach du Scheiße. Der haut gerade drei, der haut drei Bubbles hin. Doch. Bro, der ist One-Shot. Drecksuser war es. Drecksuser. Schnell zurück, schnell zurück. Ich hau dir in die scheiß Riesenfresse, Alter. Julian, der war vor uns! Julian, sag, ob es schlecht war, ihn zu pushen. Du hast ihn vorher schon nicht getötet. Er stand drei Sekunden still am Baum. Und du hast eine Heavy. Schlecht, ihn zu pushen. War schlecht, ihn zu pushen. Julian, nein. Ich rage-quitte das Turnier. Ich spiele nicht weiter. Julian, nein. War es schlecht, ihn zu pushen? Ja, natürlich war es schlecht. Aber ich hab ihn nur gepusht, weil ich so pissed war. Ich spiele das Turnier nicht weiter. Aber bist du auf was? Er stand drei Sekunden am Baum, ruhig, und du hast eine Heavy! Natürlich doch. Und dann rennt er links und du denkst, er ist immer noch hinterm Stein. Klippen, wir analysieren das alles mit Julian. Du wirst so eine glatte 6 von Julian bekommen als Bewertung. Eine glatte 6. Julian. Durchgefallen. Ich habe ja schon meine Kills gemacht, die Runde. Du hast einen Twitter-User umgeschossen, Alter. Oh mein Gott. Rüber zu Anipo. Rüber zu Anipo. Schnell. Und? Ich guck hinter dir. Ja. Super down. Ach du Scheiße, sie hat... Die stehen die einmal im Kampf-Aim, ne? Okay, ich hab gestern angefangen mit Fortnite. Anipo. Gestern hab ich angefangen mit Fortnite. Ach, gestern hat sie angefangen mit Fortnite. Ist, Chat sagt immer so, okay, ja, dann verstehe ich das. Ey, ich will das hören. Du darfst aber nicht suchen. Warte mal, Trimax. Ey, das ist jetzt Quatsch. Mats! Mats! Er hat beide geholt. Komm her, ich heil uns. Direkt Shit werfen, wenn wir schießen. Also, man muss immer das Ding vorne abnehmen. Wollen wir weiter oder hier bleiben? Damit man das so rausschieben kann. Nein, gib mir. Ist mal jetzt ein Stück. Ein Stück jetzt für mich. Nimm ein Stück jetzt für mich. Ein Stück jetzt. Digga, nimm jetzt ein Stück. Gönn doch mal jetzt. Du machst es, Bro. Nein, komm, du machst es jetzt weird. Nein, gönn mal. Komm, gönn mal jetzt. Oder vor uns. Jetzt von. Wo ist er? Schöner Kill. Twitch Mikai. Da ist er. Ich hab ihn. Oh, wenn Hugo down ist. Bitte. Oh nein, er hat gefinished. Und weg mit ihm. Und er ist einfach weg. Hab ihn. Oh, nice. Was ist das für ein Aim? Digga, Maxify! Wow! Geil. Let's go. Digga, er ist gut gebaut, trainiert, nein. Hat so Ohrenhäschen. Ich geh mir gleich mal ins Slurp-Ding. Ist das krass. Ohrenhäschen. Er ist abgehauen in die Zone. Okay, chill. Ich bin einfach von hinten. Tot, instant tot, only Headshots. Ich auch. Und wieder Splash, geil, der mit den 11 Kills. Ich war tot, ohne dass ich reagieren konnte. Leute, die sind Erster und haben doppelt so viele Punkte wie der Zweite. Und Splash macht, die hat jetzt eine Runde 11 Kills gemacht. Die sind so doll Erster, wir spielen 8 Runden, dass man sie nach 3 Runden nicht mehr einholen kann. Lost Legends. Ich konnte immer reagieren, ich war von 250 Leben auf 0 in einer Drehung in der Luft. Ich auch. Und ich hab auch gesagt, die Gegner kommen von da. Deswegen fand ich Rumatras Position shit. Ich hab gesagt, wenn einer von da kommt, war's das. Genau da wollte ich nicht hin, weil genau den Punkt. Ich würde so gerne seinen Puls gerade messen. Ne? Real Talk, ich würde einfach gerne nur seinen Puls messen. Da waren noch drei Bäume, da hätten wir hingehen können. Ich will seinen Puls haben. Ich weiß nicht. Die sind am WK, ja, 6 Kills. Oh, wer ist er? Habt Hit. Der läuft die. Oh, okay. Oh, da wird auch zurückgefeiert. Drin? Smart, schnell rein. Er hat aber recht. Nice. Der Chat. Oben. Woher soll ich das riechen, dass Splash einfach der größte Ficker ist, Digga? Der hat doch nie Fortnite gespielt. Ja. Hier oben. Wo soll ich das riechen? Hit. Nein. 70 cracked. Hier in dem Raum. Es gibt kein messbares Gerät. No. Splash ist super strong. 100%. One shot. Hab mich. Ich fühl's auch. Kriegst du von hinten. Nein. Tot. Okay, sauf noch einen Trank. Und Carmelo. Du kannst Digga, das ist der Mate von Scheiße gelaufen. Das ist der Mate von Robin Hack. Oh. Ich hab keinen mehr. Chef Pobel? Im Kakashi-Skin? Was ist das für eine Brille? Hat er eine Gamer-Brille auf oder ist es einfach so eine... Oh, starker Kill. Oh, what? Oh. Nice. Schießen? Bleib on me. Hol die Shield-Bubble.
Einfach die Shield Bubble holen und werfen vor uns. Wirf die einfach. Das. Hast du noch eine? Digga, hat er die mythische? Ja, er hat die mythische Shotgun. Warte, 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 warte. Hol ihn dir. Hol ihn dir! What? Bitte, Chef Schrubbel. Oh mein Gott! Und er holt! Kannst du mich noch? Er wird geholt. Becky und Ahmed Chat. Die haben schon 4 Kills. Ich glaube, die sind zu strong fürs Turnier. Nein, nein, die sind zu strong fürs Turnier. Die sind fast letzte. Ahmed ist der Beste, glaube ich, hier. Amar, nimm sie am besten jetzt schon raus. Aber die haben eh schon gewonnen. Abgeschaut? Ja, nice. Let's go, da am Haus sind welche. Ja. Lass das Placement gehen. Ja, der Chef Strohl geschnappt. Wir sind hier in Zone, oder? Ich hab die perfekte Zone. Boah, Digga. Nein! Von Fix! Das war gerade Fix! Oh Mann. Ah, das wird mir wehtun. Und sie hat sich extra so gut getan, Digga. Verstehst du das? Aber dann irgendwie doch nicht gut genug. Das stimmt, das stimmt. Die sind actually zu gut. Die haben 10 Kills. Boah, das ist krass. Das ist ehrlich sehr, sehr krass. Aber hier wird nur Heavy Snipe gerade, Chat. Wir hören nur Heavy Sniper. Kuxi und Silken, danke für die Subs. Auf dem Mauer, auf dem Mauer. Okay, okay, okay. Cracked? Ja, hier unten auch. Der sniped. Oh mein Gott. Willi ist auch noch late game, Chat. Mod. Chill. Uhami. Bam. Digga, Uhami der Beste. 13 Kills. Wir müssen Baum fokussen, Rax. Oben auf dem Baum liegt einer noch. Ja, guter Call. Kannst du markieren, welcher? Der. Oh, ich bin One-Shot. Nein, falscher Baum. Oh mein Nein. Gott, der wurde ja tot. Die sind tot, du kannst mich holen. Schnell. Keiner weiß, dass ich hier bin. Auf dem Baum, über mir. Hier über mir, direkt über mir. Der steht mach nichts, mach nichts, mach nichts, mach nichts. Mach nichts. Schieß nicht drauf, schieß nicht drauf. Wer ist ihn? Digga, er seht ihn nicht. Das ist gut. Du kannst euch ey! Schießen mit der Sniper. Hab ihn. Ah, sehr geil. Top 3 Situation. Die pushen dich. Das ist ein 1v2. Nein. No way. Berki und Ahmed. Berki und Ahmed gewinnen eine Runde? Berki und Ahmed gewinnen eine Runde? Ass. Berki und Ahmed. Ach du Scheiße. Nee, die waren gefühlt letzter. Oder so, glaube ich. Nicht. Also, Hami war gerade letzter. Ja. Berki und Ahmed waren gerade letzter. Und Berki und Ahmed Chat. Und das ist das, was ich meine an alle Teilnehmer da draußen. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät, eine Runde mal zu gewinnen. Ja. 500 Euro schon mal safe einzusacken. Genau. Alle Streamer gucken hier komplett auf euch rauf. Ist das geistesgestört. Haben wir eine Winner-Reaction? Das würde mich mal interessieren. Eine Winner-Reaction hätte ich richtig Bock drauf bei den beiden Jungs gerade. Ahmed, das ist das zweite Mal für dich in einem Lost Legends Turnier, dass du einen Sieg holst in einer Runde, ne? Das weißt du, oder? Ja, die dritte Wie mal fühlt es sich an für dich? Man gewöhnt sich irgendwann mal dran, aber... Okay. Ja, keine Ahnung. Ich würde mich da jetzt nicht als Einzelner ein bisschen rauspicken, sondern eher das gesamte Team sehen. Und ich würde sagen, dass Berke einfach einen sehr, sehr guten Job gemacht hat, weil man weiß ja, dass ich... nicht der beste Fortnite-Spieler bin und ich glaube, mit so einer Situation umzugehen, zeigt schon, was für ein guter Typ und was für ein guter Anführer Berki ist. Deswegen fette Props an Berki an der Stelle. Berki? Ja, ja. Was sagst du dazu? Leute, für alle, die Berki nicht kennen, der Mesut Özils Cousin so? Neffe. Wie ist bei dir gerade? Ja, Bro, chilling, ja? Ich habe 3 Monate kein Fortnite gespielt. Jetzt läuft wieder. Jetzt läuft wieder 500 Earnings. Mehr Earnings als die letzten 3 Jahre Fortnite-Pro-Karriere bei dir. Das ist krass. Nein. Respekt dafür, Bro. Das ist schon echt geil, ja. Ja, das ist strong. Und Jungs, apropos, gleich ist die Runde Megatown. Ja? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Megacity. Die nächste Runde. Ich bin drüben. So. Mods, kann man das irgendwie ausmachen, dass wir alles doppelt hören? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Nee. Mach mal gerne bitte die Standings. Wir haben immer noch Henki auf der 1 und Splashed. Aber jetzt auf der 2 Fabo und Fix haben ordentlich Punkte aufgeholt. Also ich meine, die sind jetzt 20 Punkte ungefähr behind. Kaiser und Ryrex immer noch auf der 3. Vayler komplett auf einmal auf der 4. Die war vorhin, glaube ich, so 9 oder sowas. Oder so auf der anderen Hälfte da unten. Gut gemacht. Haystan und Greifenberg auf der 5. Sydney und Rohat sind, glaube ich, 2 runtergerutscht. Hami auch super dabei mit Rax. Maxify in der Zuge bleiben da ganz konsistent. Dave Knight und Markay auch noch immer auf der 9. Und Cousin und Shanti ein bisschen reingepopelt und sind auch ein bisschen runtergerutscht. Mhm. Aber ja. Digga, Maxi und Hugo sind jetzt auf der 8. Okay. Nice, I like. Und Henke und Splash jetzt nicht mehr uneinholbar, ne? Ja. Wir können direkt weiterschauen. Ja. Zählt die Runde mit ins Ranking von Megacity? Nein, das ist eine einzelne Runde, die so für sich abgeschottet ist. Komplett abgeschottet. Ach so, echt? Ja, die ist komplett abgeschottet. Deswegen ist ja 7 Runden und eine Runde Megacity. So. Ahmed und Berki waren, ich glaube, richtig weit hinten. Und eine Runde, 11. Platz jetzt. Eine Runde und sind schon Top 11. By the way, danke auch für die ganzen Subs hier. Beckner, Moritz, Jesse sogar, Just Bob,
Zero, Bissi, Real Maxi, danke für die ganzen Subs. Vielen, vielen Dank. Danke für die Primes. Nasi Bujala mit Pro7 auch hier auf der 13. Jesse jetzt hier auf der 12. Samio auf der 17 mit Xena. Auch geil, Leute aus der Fortnite-Community mit zu unterstützen. Robin Hack auf die 18 gerutscht. Danny auf der 19. Wir sehen jetzt hier nochmal die Top 30. Kevin Panneswitze auf der 22. Achso, er spielt mit seinem Bruder. Oder mit seiner Frau, eines von beiden. Weiß nicht. Kann auch sein. Kann auch der Cousin sein. Stimmt. Digga, King Phil und Raptor haben zum Beispiel vorhin richtig krass viele Kills geholt, aber sind 30. Platz. Mhm. So, ne? Ja, ja, das sind halt die Placement-Punkte. Das sind die Placements. Pff, Digga. Das ist so bodenlos, was da abgeht. Trimax und Humat. Aber wie? Ne, die haben 13 Punkte. Ne, ne, die müssten weiter oben sein. Die müssten weiter oben sein, ja. Ja, das switchen wir gleich einmal hoch. Oh, wir müssen den Clip gleich anschauen. Safe. Genau. Lilatskin immer noch 0 Punkte. Ach du Scheiße. Boah, ey, Nova und Honeypoo, geil, dass ihr am Start seid. Real Talk. Aber ihr müsst... Man in Focus. Man in Focus. Aber guck mal, die sind auch gar nicht so schlecht. Die hören ganze Musik und so, aber... Miki und Bucher, nur 2 Plätze Unterschied. Aber Alexis und Breitenberg, also Breitenberg hat er zum Beispiel gerade in den Chat geschrieben, egal wie das Turnier verläuft, ich habe gestern Alexis Füße gesehen. Wir landen in der Megacity, oder eher gesagt, ihr landet in der Megacity. Alle Waffen sind erlaubt. Campen ist erlaubt. Ihr dürft euch healen, ihr dürft... Autos genau. Auch? Oder? Nee, das nicht. Okay. Autos nicht. 2000 Euro gibt es nur für den Sieger. Also für das Siegerteam gibt es 2000 Euro. Nur für diese eine Runde. Es ist, wenn ihr early stirbt oder so, es hat nichts mit eurer Gesamtpunktzahl zu tun. Es ist wirklich nur der Gewinner. Das ist das Einzige, was zählt. Ihr könnt 50 Kills machen. Vielleicht werdet ihr dann noch extra belohnt von mir. Aber ihr könntet 50 Kills machen und ihr kriegt nichts dafür. Alter, dann juice du einfach mal so 1k pro Person ab. Und dieser Kreis, das ist der Kreis. Alle, die sich da rausbewegen, ich möchte die Chats sehen. Ihr seid mein Rotpunktvisier. Die Chats müssen ganz genau sagen, ob jetzt jemand aus diesem Kreis rausgegangen ist. Weil dann wird disqualifiziert, selbst wenn ihr die Runde gewinnt. Nur mal so. Aber gleich wird's krachen. Und es wird laggy as fuck. Leute, es hat noch nie jemand nur eine Stadt gehostet mit 100 Leuten. Noch nie. 100 Leute auf einem, echt. Ich will sehen, wie es laggt. Ich will sehen, wie es laggt. Oh mein Gott. Ja, man könnte sich auch außen verstecken. Aber braucht man auch Waffen? Was würdest du machen? Ich würde einfach das... Okay. Das Ding ist, dieser Bogengebäude ist ja eigentlich Quatsch, weil da gibt's fast gar kein Loot. Bro, ich würde einfach oben auf einem Gebäude chillen die ganze Zeit. Das wäre das höchste Gebäude, weil es ist noble. Ja. Es ist noble. Aber es gibt auf denen ja fast nie Loot. Okay, ich gehe hier irgendwo rein. Ja, stimmt. Ich gehe da rein. Hä? Hinter dir. Aber, hä, warum leckt es nicht? Ich hab ne Waffe. Chat, warum leckt es nicht? Warum leckt es nicht? Mega City, kannst du bitte laggen wie Tilted damals? Hier geht gar nichts. Oh? Der Gegner mir leckt zu heftig, ne? Alter, Scheiße! Ich hab Katana! Oh, Katana ist crazy. Lauf einfach nur durch die Gegend. Nicht out of map, bitte nicht. Oh, bitte nicht out of map. Im Wasser geht noch. Das zählt. Okay, das ist vielleicht. Das ist smart. Ich bin im Wasser, komm zu mir! Leben. Einfach. Ich will Action spielen. Die ganze Zeit Action. Hab ich genug? Hinter uns, da war einer? Ja, muss ja. Ich hab mir schlimmer vorgestellt. Da oben? Ach du Scheiße. Ist der Crack? Jetzt hat man ein Schwert auch noch. Ich brauch einfach ein Ich droppe dir. Ja, es leben noch 88. Es leben noch 88 Leute. Mhm. Chat. Ach so. Warte mal, die fliegen die ganze Zeit einfach hier in der Mitte. Ja, die sind Drachen einfach verlooten oder so. Das ist aber nicht smart. Weil wenn du dich nachher healen musst, so, du, da hast du kein Heal. Der Plan ist dort unten im Süden, okay? Wobei, du bleibst die ganze Zeit oben. Keiner achtet auf dich. Und dann irgendwann, wenn du siehst, dass eine Seite ist freimäßig, dann landest du dort und holst irgendwo. Ja, da vorne sind welche. Also Loot rumliegen, safe. Ja. Wenn du so irgendwer stirbt. Auf Trimax. Verstehe ich jetzt nicht. Ein Jumppad. Kein Schuss mehr, leider. Lande Ding. Er hat keinen Schuss mehr. Ach du Scheiße. So, zeig mal her, Willi. Willi und Danny noch beide live chat. Ja, Megacity ist ja riesig eigentlich. Megacity ist echt groß. Also, ich habe mir das viel krachiger vorgestellt. Alter, Philo! Alter, Philo! Digga, mit der Ninja-Stirn wird! Wie geil ist das denn? Ja, wieso hat der? Ja. Hä, wie mega ist das denn? Noch so die pinken Haare. Sag, ob frei ist. Oh, sie haben das frei? Gebäude ganz oben. Aber low. Komm. Ja! Und da unten. Ich spring. Da unten. Runter. Nein, er hat in beiden Waffen keine Muni. Nee, warte. Was willst du denn pushen ohne Muni? Ja, seine. Doch. Hier drin ist einer. Du. Oh, da ist er. Ich spiele den. Pickaxen.
Oh mein Gott, das war Berki! Hier, Felix, Berki. Oh Mann, hier sind zwei. Mann, Felix, wieso pushen wir das denn? Es ist doch so dumm. Es ist keine Muni, keine Muni und die rutscht. Geh mal da. Oh Gott, hier kracht's. Ja, nicht zu reden. Das, ist immer, das Problem ist, hier ist halt sehr gefährlich. Wenn du pusht, da kann halt um die Ecke irgendein anderer Typ sein. Nice, das ist der Finish. Und jetzt würde ich wieder raufgehen einfach. Jetzt würde ich safe wieder rauf, ja. Wieder rauf, genau da, wo sie waren. Nehmen. Genau da, wo sie waren. Weil das ist ein super Platz. Da war ein Heavy oder so. Nimm noch eine SMG mit. Scheiß auf die Heavy. Ja. Der hat irgendwelche Glühbirnchen oder so da drin. Zum Feuern. Digga, Trimax, einfach angelaufen. Boah, das ist verloren. Das ist verloren, Tipp. Erwischt da vor allem nichts. Hier kann ich jetzt auf das Rumpel nochmal durch. Oh. Stark! Sehr gut. Ich bin hier. Wie er übersteuert, ne? Sehr gut, du bist der Beste. Oder? Der Allerbeste. Ey, warte mal, aber die haben übelst viel Heal jetzt. Ey, warte mal. Ey, warte mal! Geht mal auf Willi! Ein Mini geb ich dir. Ich hab's selber. Digga, wir haben es gerade nicht gesehen. Ich hab's gerade gesehen, Chat. Willi wurde gesniped. Ja. Ist von der Mitte der Map. Komplett zur Toilette gekrochen, wo Danny sich versteckt hat. Und er hat und die sitzen beide auf Klo einfach. Digga, die sitzen beide auf Klo. Okay, Willi, und jetzt? Du kennst das Spiel? Wir legen uns hin. Wir machen hier wirklich einen spannenden Haus. Mods, wenn gleich Heal-Off ist, ich möchte, dass ihr bereit seid, auf 5 verschiedenen Streams die ganze Zeit zu switchen. Ihr müsst so switchen. Ihr müsst die ganze Zeit switchen, als wärt ihr gerade in der Matrix. Boah. Wenn gleich Heal-Off ist. Warte mal, ich will die Winner-Reaction bekommen. Ich will die Winner-Reaction. Hä? Oh mein Gott, das war los. What? Nice. Okay. Ich bin splashed. Du musst vom wir müssen weg. Ja, ich geh Zipline runter, lauf unten, glaube ich. Oh mein Gott. Und jetzt sind die Leute am grinden, Chat. Kannst du zu mir kommen? Jetzt wird es. Das legendärste Duell, was es jemals in Fortnite gab. 38 Leute live. Und nur der Sieg zählt aus Mega City heraus. Dann chillen zwei Leute. Ja. Und weiter, und weiter. Und weiter, switchy. Switchy, switchy, switchy. Was machen wir jetzt hier ohne hier? Ja, geht weiter, Jungs. Guck mal, hier, rechts. Komm her. Hier, den rechts ficken. Hier ist so einer. Nice. Geil. Nice. Ein Flopper. Gold. Nice. Gold. Ein Flopper, zwei. Sind auch eine Angel vielleicht? Wo ist eine Quelle? Oh mein Gott. Nice! Sette! Digga, ist doch nicht das erste Mal, dass du Fortnite spielst. Scheiße. Er hat 100 HP und poppt einen Flopper. Sidney, da links ist einer. Da links. Siehst du den? Ich hab ne Qualle. Trimax lebt auch noch, Chen. Nimm du mal die Cannon. Oh mein Gott. Ja, die sind komplett chillig. Ich würde gerade alles Dass, dass da aber auch keiner reingeht, ne? Schau sein Loadout an. Aber warte mal, die kriegen doch irgendwann dieses ultimative Storm Search. Ja, wie heißt das nochmal? Storm Sickness, Chat. Irgendwann kommt Storm Sickness. Du hast noch viel, oder? Ich hab noch alles. Ich kann ihn nicht. Hanky hat eigentlich gewonnen. Eigentlich hat Hanky gewonnen, meiner Meinung nach. Oh, sit den Push! Hab ihn. Bam! Und tschüss, Mackey! Nice. Komm zu mir. Ich hab. Ich muss weiter angeln. Bist du in die Order? Ja, gerne. Ich hab Spray noch. Digga, bitte geht in den. Bitte geht in den Tresor. Bitte geht in den Tresor, Chat. Das wäre so gut. Zwei, Bro. Die kommen einfach zu zweit und haben Full Life. Das war's. Ich hätte heilen müssen komplett. Akashi und NBC. Wer ist das? Das ist Nassim Buschelab, Chat. Ich hätte da nicht drinstehen dürfen. Ich hätte mich verstecken müssen. Das war auch leider nicht. Das war dumm. Das heißt, ich das war so dumm, da reinzugehen. Hier ist irgendwo einer mit Slap. Oh ja. Jetzt geht's in den Vault. Da vorne ist Tresor. Hier uns. Aber das Gute ist, die rechnen schon damit, dass da Leute drin sind. Ja, ich hab aber nur eine 1 PS. Ich hab nur eine. Hä, aber wo gehen die hin? Achso. Oh mein Gott, er hat nur eine MP mit 71 Schuss. Da vorne auf jeden. Vorne auf jeden, smart. Okay, komm. Ja, aber nicht da. Die sind halt jetzt drauf gefasst. Oh Gott, what the? Ist nur einer? What? Hier, dich. Alles! Die haben alles. Die haben alles. Das ist das GG. Ich würde aber bis in die Ecke gehen, weil wenn da... Nein! Mistaken! Ruhig, was machen die? Du machst alleine. Das macht sonst keinen Sinn. Oh nein. Sonst usen wir zu viele hier. Heal dich voll! Ich angel noch. Auch ein Sub. Nee, du musst alleine. Das macht keinen Sinn. Aslea down. Aslea tot, Top 4. Storm Sickness. Storm Sickness! Heal!
Oh mein Gott. Nein! Nein! Wer hat's gewonnen? Sidney, du bist so ein Dummkopf. Let's go! Oh mein Gott! Hugo! 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 Let's go, Junge! Der Automat! Der Automat! Sidney ist ein Dummkopf! Er ist ein Dummkopf! Er wurde nervös! Sidney, du wurdest nervös! Du bist dem Druck nicht standgeblieben! So ein Rohr, ein Rohr hat so viel Druck gehabt und es explodiert an beiden Seiten! Slurp Juice Husen! Madness! Ich fass es nicht, Sidney! Und Splash! Sidney! Du hattest alles! Oh! Hammer, W, Alter. GG's, Hugo. Big W. Maxi Alter, und geil. Hugo. Ich fass geil. Es nicht. Boah, ich muss eigentlich kurz nachtreten, oder? Ja, ja, ja. Also ich muss einmal kurz nachtreten und dann zu den Siegern rüber. Ja, ja. Ich gehe zu Sidney einmal kurz. Ja, aber du musst doch einfach nur den Slurpjuice usen, dann das Spray usen und währenddessen dann noch die Heal kennen. Du hättest diesen Trank nehmen sollen, drin. Digga. Hatte ich sowieso ja, schon du drin. Slurp, du hättest Slurpjuice poppen, weil der... Den hab ich schon davor gepoppt. Splash kam Valerian. Digga, wäre einfach Rot am Leben gewesen. Hm. Nein, ich dachte, das wäre zu wenig hier gewesen für alle. Splashen. Keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich durchgedrückt mit dem Scheiß-Spray. Aber es war zu schnell. Wusstet ihr, was das war? Das ist Storm-Signal? Storm-Search? Ja, Sidney kennt das ja. Okay, das kennst du. Sidney hat das auch gecallt. Er meinte auf 100 halten. Ich habe gedrückt. Auf einmal, ich war 55. Wurde es immer weniger. Dann aber wart ihr ready dafür, dass da welche im Tresor sind? Ja, und es war klar, dass da irgendeiner... Also ich dachte, da sind zwei eigentlich, ne? Aber es war nur einer. Free. Oh, Alter. Egal, dann trotzdem draußen. Gut gemacht. Ja, aber trotzdem gut gespielt. Trotzdem gut gespielt, Real Talk. Das ja. Angler-Perk war crazy, dass ihr das ja, auch ja. Draußen das war sehr, sehr strong. Rumgepusht draußen noch die anderen Angler. Ja. Ihr habt Mickey sogar noch geholt. Richtig. Und Danny. Danny? Ich hab einmal Willi gesniped. Mann. Schade, Jungs. Sehr, sehr schade. Das war wirklich, also. Unlucky. Ich will gar nicht nachtreten, Sidney tut mir jetzt leid. Okay, ich geh zum Null gebrochen. Ich hab mit Null gerechnet hier bei der Runde, dass wir Zweiter werden. Wow. Okay, also ich war gebrochen, aber okay. Das waren 2K für beide, oder? Oder 1K für jeden? 1K. 1K für jeden. Jungs, dickes GG. Ihr habt schon so viel Preisgeld wie vom Ding her der dritte Platz. Also ihr habt 2000 Euro jetzt mit einer einzigen Runde Fortnite geholt. Kriegen wir Punkte für die Runde? Nein, keine Punkte für die Runde. Das wären so geile Punkte gewesen, wirklich. Aber dafür kriegt ihr 2000 Euro von mir. Das ist auch okay, oder? Das ist cool. Was war bei euch jetzt der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gewonnen habt? Ich habe irgendwas gehört mit Automaten oder so. Wir hatten Automaten neben uns. Spray holen für 25 Gold. Okay, das ist krass. Und wir hatten diese Gun da, diese Schildding da. Ja, Splash Cannon. Die Splash Cannon, ja. Ey, hat euch die Runde Spaß gemacht, jetzt mal ernst? Ja. Ja, die war nice. Ja, wenn man Win holt, hat man auch immer Spaß, oder nicht? Naja. Wie soll die nicht Spaß gemacht wirklich. Haben? Ja, für die gerade. Das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Glaubst du, hatte Sidney gerade Spaß? Sidney hatte Spaß, aber hat dann auch noch einen kleinen Bruch erlitten. Aber ein bisschen Spaß. Ey, Digga, mega gut gespielt, Jungs. Warte mal, Mickey ist alive? Ja. Halt's Maul. Ich hatte gehört, dass Trimax Willi geholt hat und Willi seinen Tisch kaputt geschlagen hat. Das Ding so richtig gebrettert wie so. Links drehen wir uns einmal aus. Wir müssen eigentlich auf den Berg. Neue Kopfhörer. Ein Team clear, ne? Dann lass auf bitte, Mickey, dann lass auf mach Weg. Was aus der Runde. Das könnten 500 Euro sein für die. Minimum. Bam, auf halt crazy. Dann müsste das Bucher vielleicht sagen, er ist jetzt einfach alleine hier. Oh, er geht runter. Der Gegner geht runter. Aber Mickey ist einfach alleine darauf gegangen, ohne irgendwas zu callen. Ganz oben, Mickey. Die werden jetzt vielleicht gefokust, sobald die Shield-Bubble weg ist. Ja. Und dann willst du mir die einfallen. Bleib sie nicht. Okay. Nice. Dann bin ich jetzt runter. Let him go. Runter, genau. Runter. Alles, da liegt alles. Das ist das, was wir brauchen. Hol ihn euch. Nice. Ein Punkt pro Kill. Ruhe bewahren. Müssen die. Müssen noch ein bisschen moven. Ja. Ich hab keine Schildbubbles, ne? Machen die gut, aber. Kill die alle. Nein, warum? Nein. Das ist komplett dumm. Digga, die haben schon 11 Kills, macht ruhig! Kill die. Ja, danke! Ja, die verraten sich nur. Bitte nicht sterben. Top 8 Situation, Chat. Nein, das ist quatschig! Dann wieder ein Gut. Oh, da sind welche! Der! Heftig! Er reloaded! Hab ihn! Oh mein Gott, er holt! Das ist Bucher! Leg's doch mal Healing, hol das, unbedingt! Minis. 2v2, oder? Ja, 2v2. Ey, warte mal, gegen. Ist das. Nee, das ist nicht gegen mich, Chat.
Bitte heim ich mich. Was macht er? Max, geh zurück, geh jetzt zurück, Max. Wo ist Matra? Oh mein Gott. Bitte Minis, bitte Minis. Das ist keine Chance. Null Schütze hat er kassiert. Hab ihn. Oh mein Gott. Achso. Bam. Ich hab mein Headset rausgeschleudert. Trimax gegen Chef Strobel. Trimax und Romatra. Let's go! Trimax gegen Chef. Hallöchen, meine Süßen. Hi. Wie doll freut ihr euch darüber? Wie doll freut ihr euch darüber? Das würde ich gerne wissen. Ich konnte es gerade nicht fassen, als ich da Lost Trimax noch gesehen habe. Dachte ich, yo, die leben einfach noch. Waren das die letzten? Ja, und dann. Das waren die letzten. Ja, und dann, was ich dann immer mag, ist im Stream gehen, um zu gucken. Und dann ist das erste, was ich höre, Romatra sagt, ich gönn Chef Strobel nicht. Und dann, ohne Witz, dann war ich wieder glücklich. Wir haben halt verkackt. Wir haben ja die ersten zwei Runden einen Punkt geholt. Ja, stimmt. Also, aber guck mal, jetzt habt ihr. Jungs, ihr habt ja jetzt schon mal 500 Euro mitgenommen. Ja. Das ist schon mal safe, safe, safe. Komm, was wolle. So, das pro Runde gibt es 500 Euro. Und wie viele Punkte hattet ihr gerade insgesamt vorher? 25. 25, ja. Aber guck mal, das ist ja nichts. Ja. Und jetzt seid ihr wieder da. Und ihr habt nochmal 500 Euro mitgenommen. Ja, ja, noch die nächste Runde, sage ich. Also das Ding ist, ich muss sagen, da muss ich auch Pros angeben, hier Robin Hack hat uns wirklich von hier brutal was für weggealfert. Der Typ ist so gut, ne? Also... Der hat mich gechased die ganze Zeit am Mar. Ich habe direkt zu Kilian gesagt, wir landen da nicht mehr. Der ist krass. Er hat auch gemeint, der W-Kid. Ja, er hat auch wirklich gealfert. Also er hat hier Dings gehedshot-styled, Kilian. Da wollte ich die Karte, ich wollte rebooten. Die haben mich so krass gechased. Da hatten die auch dieses Katana schon. Der hat auch den besten Loot dort gefunden. Der Typ ist richtig gut. Dann haben wir gesagt, landen jetzt woanders. Jetzt hat's geklappt. Möchtest du nochmal Chef Strobel was sagen? Trimax was sagen? Und Romatra? Ja, also, sie sagen bestimmt am Ende wieder, dass es gestreamt hat, war. Ja, das war das allererste Mal, dass wir sie getroffen haben im Game. Am Ende war es ein 2 gegen 2. Und, aber Romatra ist auch ein laufender Punkt, das ist das Gute. Deswegen. Oh. Da krass. Digga, unfair. Oh, yeah. Da gehen die Grüße raus. Zu ich weiß nicht, ob ich mir das so gefallen lassen würde. Ich würde es mir nicht gefallen lassen. Ja, Digga, Haki, du stinkst. Ja, Digga. Ich schalte jetzt auf Snapchat. Krass, lass dich echt jagen. Ist das krank. Cool, jetzt ist er gebrochen. Jetzt ist die Mentality, glaube ich, doch durch. Ich glaube, die Mentality ist doch durch. Warum müssen die denn außerhalb der Zone nerven? Also, sorry, Jungs, ihr seid wirklich die Dümmsten. Das wieder. Ja, Glückwunsch. Außerhalb der Zone, oh. Digga, Robin hat. Sauer, er ist. Guck mal. So krass, Alter. Ja, weil die alle nichts zu tun haben als Fußballer, Mann. Die haben nichts zu tun. Die ganze Zeit... alle Fußballer sind besser als Streamer, obwohl aber auch alle. Aber wir können auch halt für Lost Legends können wir auch auslosen. Haben wir halt noch nie gemacht. Ja, aua. Swag! Swag und Angelina Chat. Okay, ich bin für dich, ich bin für dich. Okay, ja. Schön. Ich werde noch sterben. Ich kann nicht werfen! Oh. Ist over. Nein! Ja, du bist jetzt woanders hin. Das ist nicht in der Zone hier, guck mal. Ich hab noch ein bisschen Async. Immer wenn Async ist, muss neu geladen werden. Und rausgeschmissen. Wir haben das sogar gesagt. Ach du Scheiße. Was hab ich da gesehen? What? Mach ihn weg! Es ist King Phil. So eine Scheiße! Ich kann nicht aimen! Ey, Mann! Digga, und wobei. So Kacke! Wir haben da immer noch eine gute Pose. Ich ping mal. Felix, die Schere. Ballern aus dem Busch. Nix neben uns. Close. Der ist da einfach voll. Egal. Oh. Digga, warum schießen? Ah, nee, doch. Ist schon besser, wenn sie nicht schießen. Ist schon besser, wenn sie nicht schießen, Chat. Wollen wir einen abbauen? Nein, sie wird zu weit weg. Die werden sie nicht killen. Nee, werden sie auch nicht. Ich könnte ihn halt so töten. So seinen scheiß Kopf im Visier. Der ist tot. Der hat Disconnect. Darf ich töten? Nein, wir schießen nicht. Bitte! Oh mein Gott! Komm rein! Er muss die Spülmaschine ausräumen! Er hat die Spülmaschine ausgeräumt. Wenn ich dreimal geschossen, dann hätte er sich wieder bewegt und seinen kompletten Schiebwabbel geworfen, weil das falsch ist. Er hat die Spülmaschine ausgeräumt. Er musste die ganze Spülmaschine ausräumen und danach die Wäsche aufhängen und die Müll rausbringen. Pass auf, vielleicht potenziell kommen zu uns welche. 16 Leute noch. Was hab ich gesagt? Ich hab ihn doch. Hab einen Maxify down. Maxify! Das ist huge. Das. Oh, was macht er da? Shield Bubble? Nein, wieso denn? Wir haben so wenige. Okay, guter Call von Romata. Ja, auch mal ein guter Call von Romata, Chat. Gerüchtet oder so? Der ist weg. Ich geh mitten im Geschäft. Ich glaube, Trimax kann die Runde gewinnen. Ich glaube, Trimax kann die Runde gewinnen, Chat.
Wir sind halt komplett low ground. Wir pushen. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Er wird von rechts. Halt mitkommen. Ja, das ist das. Komm. Ach du Scheiße. Lass mir das Clutch. Hey, wo ist der? Down. Bin oben. Und es ist schon wieder Henke. Der ist one. Es ist schon wieder richtig. Henke. Einer noch, ein letzter, ein Solo. Oh mein Gott, ich fass das nicht. Hinterbaum. Let's go, baby! Woohoo! Digga, es ist schon wieder Henke. Das ist so big. Digga! Holy shit! Digga, Henke, Chat. Das ist wieder 500 Euro. Ist das los gewesen von Max? Clamps, baby! Ich glaube, ich hab 4 One-Shots selbst, das ist halt die Runde. Oh mein Gott. Er hat einen gekillt und den zweiten sehr low gemacht. Und das fucking... Wo sind die legendäre Shotgun? Wir haben keine Shotgun. Ist halt nicht Lost Legends. Naja, schon. Also so zu 90% ist es Lost Legends. Es sind halt 100 Leute, Chat. Digga, wir haben halt nicht so viele deutsche Leute. Kaiser. Let's Hugo. Der Gigant-Clip mit der Tanke war auch geil, ja, stimmt. Warte, ich glaube, du schaffst in Time. Und dann direkt schießen. Easy. Ah, schwer. Nein, und er hittet sein Mate. Down. Oh mein Gott. Geh doch hin. Ach, Digga. Mann, der schade. Oh, Swag, Digga, jetzt hau mal Fortnite Pro. Ach, Mann. Digga, sollen wir Streamers machen? Wollen wir loslassen und die letzte Quatsch spielen? Ah, ist eh nicht. Lass loslassen einfach. Lass loslassen, ich bin bereit. Oh, Mann, ey, wieso ist der so. Wie sauer! Ja. Warum waren wir so scheiße wieder? Digga, es ist halt auf einmal, er zieht seine Sniper, nimmt mich aus dem Leben. Das war doch Quatsch, Mann. Der Typ, der uns killt, der. Oh, Mann. Oh, die sind gebrochen. Er sagt, das ist ein Fortnite Pro. Vier Jahren, das ja. Das war so Lu90-Zeit, Digga. Das war echt da. Das ist so. In der Zeit war der vielleicht noch ein Pro. Ja, das ist so, als würde man sagen, so, ja, Lu ist ein Pro. Noch. Ja. Die andere ist besser. Okay. Wie meinst du andere? Ja, okay. Aber lass uns vorsichtig. Hier, blau, das ist aber sein Geburtstag. Nee, ich hab Chef Strobel holt Maxify. Hey, ich geb dir Munition fürs Sniper. Maxify tot. Schreibt der Chat. Screenshot? Bro, loot. Cracked, 50, 100. Schön. Die sind grad zweiter Platz. Bam. So, noch ein? Wer ist das? Nee, das bin ich. Moin. Wer ist das? Moin. Ich guck nur zu. Ja, natürlich. Spiel heute nicht. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann's nicht sehen. Sie ziehen auch durch. Einer ist oben drauf. Nein. Komm zu mir raus. Oh nein, Henki. Gerade unser erster Platz, Chat. Aber guck mal, wie smart die da sind. Ich muss mir geben. Da kannst du ja sagen, was du willst. Ja, okay, die sind zu sweaty. Aber nein, die spielen ja auch smart. Ja, ist gut. Einer wird wieder Dach gehen, glaube ich. Aber dann geht mir das Herz auf. Danke, Max, dass du mich gefragt hast, ob ich mitspielen darf. Alles allein. Das ist echt perfekt. Ist echt perfekt. Vor allem, er sagt vorhin noch so: Glückwunsch zum zweiten Platz. Wir hatten einfach mehr Punkte als er. Geil. Secret. White. Was? Pass auf, wir können links und rechts überall Gegner neben uns sein. Zone ist hinter uns, ne? Ja. Einfach gleich sein, Tag hat den Bug! Berg auf Berg. Was für ein Bug? Komm mit! Was für ein, der hat einen Bug, der hat mich getroffen. Ihr seid, du bist. Nein, der hat mich nicht getroffen. Ich hab irgendeinen genommen. Valorant Duo? Ich snipe auch. Das ist ein Valorant Duo, ja. Innen drin? Unten drin. Crack, Anders hab ich muss crack, down. Wer war das? Carmelo. Warte mal, das ist der Mate von Robin Hack. Das ist der Mate von Robin Hack, Chat. Rosemondi auch dead. Digga, fix ist er unglaublich krass mit dabei mit Fabo. Die haben 10 Kills, Chat, und sind zweiter Platz gerade. Ja, doch, ich glaube, das ist. Hier hat man doch keinen Win, glaube ich. Hier hinter dem Berg sind welche, ne? Lass Aber weißt du, was mich am meisten nervt? Diese Zone ist richtig nervig. Ich hasse diese Zone. Wo sind die Pässe aus der Zone, die wir eben genockt haben? Wo sind die? Der ist eines gestorben. Seit wann? Trimax ist immer nicht family-friendly, sobald er Fortnite spielt. Ey, warte mal, die haben die Zone. Die haben die Zone, Chat. Das könnte was werden, ja. Die dürfen nur nicht von der anderen Seite gehen. Hört auf, dort hinzuschauen! Nee. Rechts! Hab ich zwei jetzt gegeben. Oh, sehr bitte, Max. Wir müssen hier, wir sind hier als. Nein, die wollen den Robin Hacker fokussen, glaube ich. Ja, aber den müssen sie fokussen. Ja, aber die haben eine echt gute Position. Mir der. Ich verstehe nicht, warum er beide. Warte, pass auf! Ja, den müssen wir töten. Holst du den Stein? Nein. Wollen wir rechts. Keine Aufmerksamkeit auf euch, Der sieht uns doch! Ich verstehe nicht, wie man so rumschreien kann die ganze Zeit. Und das war's. Nein. Ich kenn den Schnaft nicht. Ich dachte, das ist wie ein Fisch, Digga. Mann, wieso sind wir da hier eine halbe Stunde? Weil wir keine andere Position gibt. Rechts war doch alles free! Walter ist so am Leben und er flamed einfach. Digga, könnt ihr resten oder sowas wenigstens? Nein. Er könnte ihn jetzt resten. Jetzt könnte er ihn safe resten. Egal. Das sind zwei Gegner. Mach ohne mich. Ehrlich jetzt? Hä? One Shot? Das ist doch Quatsch, tot, ich. Beide tot. Ah, ey, Coach auch von dir. Ich auch nicht. Hätte ich mehr mal von dir bekommen. Müsste eigentlich callen. Digga, was passiert hier, Chat? Guck mal, wie sie pushen. Es weak. Also, die sind ja so aggressiv, ne? Ist das geistesgestört. Der Beste. Drüben jetzt. Die fliegen.
Trimax Torchet. Die räumen mir wieder die Lobby ab. Deinem Leben. Push mich. Oh mein Gott! Was ist das? Robin Hack! Solo! Nein, all good, bro. All good. Alter, das ist Robin. Robin ist so ein Biest, Mann. Wenn ihr, wenn ihr irgendwo eine neue Waffe macht, geht hier hinter uns in der Zone, in der Zone. Willst du mich verarschen, Chat? Robin Hack mit einem 1v2. Wie wir in Valorant. Und, ja, und jetzt warte mal, ist, ich glaube, ich habe Robin, Robin Hack jetzt 1 gegen 1 gegen 2. Ja. Wer ist der andere? Solo ist die Frage. Ja, ja, über uns. Aber die sind nicht full hier. Zwei Solos, glaube ich. Zwei Solos. Ja, zwei Solos, ja. Auf mir landet einer. Ja, bei mir Robin Hack jetzt. Nein, 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 nein. Oh, so bleib am Leben. Schön, schön. Oh mein Gott, Robin Hack jetzt. 30 HP. Oh mein Gott, Robin Hack. Oh mein Gott, Harvey, du kannst zur Legende werden jetzt. 1v1. Angesniped in Luft. Bitte, mach es. Mach es! Mach es! Harvey! Wer zur Legende! Hier bei mir links! Jump, jump, jump! Hast du, Junge? Wer zur Legende? Wer zur Legende, Harvey? Wer zur Legende, Harvey! Du bist eine scheiß Legende! Für Fortnite! W's! Für Fortnite! Für Fortnite! Geil, Mann! Digga, aber Robin Hack! Ey, weißt du, wie Robin Hack spielt? Guck mal, ich zeig dir kurz. Chat, ich will euch kurz zeigen, wie Robin Hack spielt. Ich will euch das kurz zeigen. Der liegt so. Der liegt komplett in seinem Bett. So. Hat die Füße oben und spielt mit seinem Controller so seitlich. So spielt der Fortnite. Verstehst du das? Auf einer Blazy? Nee, nee, jetzt auf PC. Aber halt mit dem Controller. Mit meinem Controller. Hm. Sehr gut. Ist das geistesgestört? Hallo? Alter Jungs, wie stark war das denn bitte? Das war eine geile Runde. Wer war der Letzte, weiß man das? Ich höre Armani. Gegen wen habt ihr gefightet? Jetzt. Wir haben alle gefightet. Wie viele Kills hattet ihr, Jungs? Warte, ich bin nur ein Game. Ich hatte 6. Ach. Und 5 Assists. Also muss Rax vielleicht 5 haben. Wer war der Letzte, wisst ihr das? Ich weiß, dass ich Jesse in der Top 3 getötet habe. Aber wer... Nee, Top 3 war Robin Hack. Du hast Robin Hack als... Dann war Jesse Vierte. Ja, ja, Jesse war, dann hast du Robin Hack. Aber wer war der Zweite? Junge, der Snipe, wie geistesgestört. Boah, in der Luft. Ich hatte 30 HP. Ja. Ich hätte sonst verloren. Heavy Sniper hat da auf jeden Fall gesaved, ey. Ich glaube, von den 6 Kills, die ich hatte, waren auch, weiß nicht, 5 wegen Heavy Sniper, die wir bekommen haben. Jungs, die Standings sind ready. 500 Euro sind schon mal safe für euch, by the way. GGs dafür an dieser Stelle. Wollte noch mal jemanden irgendwie... für Fortnite. Wollte noch mal jemanden ein bisschen ärgern? Steve war mein Bester, meine Lieblingsklasse. Okay. Was hat er gemacht? Wir haben den geholt. Also das war... ist Game. Also das war mit eines der geilsten Endgames, Real Talk. Ja, das war richtig, richtig geil. Dickes GG von mir, Jungs. Wir gehen einmal in den einen Clip rein. Der Robin Hack, der fliegt da durch die Map und killt immer, ne? Erst Clip, dann Standings. Ich bin jetzt gespannt. So. Das ist Danny und Willi gewesen, Chat. Drittes Team. Okay, Willi ist da tot. Du brauchst ein drittes Team. Warum schießt du mir das im Spiel? Welle machen vielleicht? Hab ich hier Nades oben? Ja. Robin ist geistgestört. Ja, das ist geistgestört. Muss auch mal schauen, ob ich ihn in die Lost Legends Turniere noch einlade oder in die Pro Turniere. Ich sag, bleib oben, Danny. Ding ist, wenn ich hier bleibe, werden die Karte abcappen. Weißt du, die werden aber chillen. Ich geh weg. Nein. Ich tipp weg. Lass sie sehen. Nein. Oh mein. Hä? Das ist nicht dein Ernst. Luftikus. Ich dachte, ich hab Luftikus. Aber einfach auch. Das ist nicht dein Ernst. Ich dachte, ich hab Luftikus. Ich wollte mal ein Willis Reaction. Ich dachte, ich hab Luftikus. Digga. Ich dachte, ich hab Luftikus. Was ist Luftikus? Luftikus ist das, wenn du fliegen kannst mit den Begleiter noch. Oh, ich dachte, ich hab Luftikus. Ach du Kacke. Bist du Depper, Dinger, wenn ich hier bleibe, werden die Karte abcappen. Weißt du, die werden aber chillen. Ich geh weg. Ich tipp weg, dass sie es sehen. Aber auch so unglaublich selbstsicher, dass er genau von dort aus runterspringt. Guck mal, guck in seine Kamera. Hopp. Hä? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst, Chat. Und einfach dieser Blick so. Oh, das, I fucked up, Bro. Das ist einfach nicht dein Ernst. Er ist ein Fortnite-Gamer-Chat. Durch und durch. Oh, das ist Chef Strobel. Ah, nein? Hey, GG, Mann! Chef Strobel, Digga, geil. Oh, nein. Oh, Sydney ist gebrochen, man hört es raus. Ja. Weißt du, was Sydneys größter Traum ist? Hm? Damals wollte er Fußballprofi werden. Guck mal, Sydney wollte immer, also er wollte immer Fußballprofi werden. Dann ist er ja Fußballprofi gewesen. Und dann, eigentlich wollte er dann kein Fußballprofi mehr sein, sondern eigentlich wollte er Fortnite-E-Sportler werden. Mhm. Da war der chill. Und dann versuch's immer wieder. Alles gut. Die haben halt schon 4 Kills. Ein Kill, bist du gut? Scheiße. Digga, Trimax. Robin Hack! Ich hab beide. Ja, aber du hast beide, aber
Sag mal kurz, wie viel Damage ich gemacht habe. Sag mal kurz, die können nicht rein. Ich hab's, glaube ich. Chat. Die können. Aber ich hab nichts dagegen geschossen. Ich hab das hätte Julian vielleicht nicht anders gespielt. Das stimmt. Das hätte Julian nicht anders gespielt. Ich mach schwerer Scharfschütze. Gib mir die Sniper. Ich rufe jetzt Robin Hack an, Chat. Nein. Doch. Ich will sehen, wie er da rumliegt. Guck dir an, mein Chat ist noch nie so ausgegangen. Ich will sehen, wie er in seinem Bett liegt. Können wir noch Feeling irgendwie nehmen? Ich hab noch zwei Shield-Sprinkler. Noch einer. Im Building. Oh mein Gott. Wer ist das nochmal? Push ihn. Oh, er ist sauer, glaube ich. Robin Hack ist, glaube ich, sauer, Chat. Justin ist gleich da. Ich kann mich nicht sehen, W-Kin. Mist. Nein. Ja. Oh mein Gott! Komm ich hoch. Mach ich direkt rein. Sauber, wichtige Kills. Frank Schubert down? Ja. Warum tötet er einen Bot? Aber warum tötet er einen Bot? Vielen Dank. Einer down. Bro, der ist echt krass. Finish einfach. Wir gehen Posi. Ja, safe. Ja. Der war gut dabei. Einer mit Schwert, ich geh. Und weißt du, was das krasseste ist? Nur Hanky hat die 6 Kills. Das ist auch noch krass. Wo ist er? Pushen mich. Oh Gott. Wer war das? Was safe? Ich hab's auch gesagt. Chef zu dem Strobel, nee. Der Fabo ist die erst, geht oder? Nicht. Geht nicht, Bro. Dann lass da pushen, oder nicht? Hanky ist ja, erster, Bro. Nee, scheiß drauf. Ja, der Fabo. Ja, Fabo ist erster. Zweiter. Alter, will ich dir runter gehen? Der liegt da. Die pushen dich. Bro, wenn er jetzt noch stirbt, auf Baum. Sein Mate noch stirbt. Down, tot. Nein. Hab ich noch? Warte, hier um Baum, hier um Baum. Warte mal! Nein. Oh, schade. Nein. Ist over. Oh, nein. Platz 14! Egal, Alter, scheiße! Okay, nice. Nein, Schatz. Die kommen hier rein! Digga, du scheiß Opfer des Ganzen. Digga, warte, ich bedanke mich gleich. Das ist Schatz. Chef Strobel. Mit dem Kill. Da kommt der runter, der wird runterkommen. Der ist kein Schatz mehr, genau vor mir. Kein Schatz mehr. Stell dir vor, Chef Strobel holt jetzt eine Runde. Chef Strobel, letzte Runde. Zweiter Platz geworden. Wegen Trimax. Er könnte noch gewinnen. Einer. Genau vor mir. Da ist einer. Geh rauf. Das ist ein Bob. Hol ihn dir. Hab ihn. Nice. Ich hab noch einer. Noch eine Shieldbubble, das ist gut. Jetzt aus der Luft. Doch nicht. Vier Leute noch. Oh mein Gott. Vier Kraft. Nice! Komm hier rein! Hast du die was? Die müssen sich hin! Ja. 80! 1 HP, 1 HP, 1 HP! Was? Das ist nicht 1 HP! Das ist der letzte, glaube ich. Nice! Hier vor mir, vor mir, vor mir! Links! Ruhigen! 1 HP! Das war's, Chat! Das war's, Chat, ich jinx es! Und es ist der Sieg! Oh mein Gott, haben wir das gespielt! Ich hab mich gefühlt wie damals in FNCS. Holy fucking shit. Im Baller, Chat. Ich hab mich so gefühlt wie FNCS. Alle nochmal W's rein, auch nochmal für Barabbas. 50 verschenkte Community Subs im Endgame, du verrücktes Hühnchen. Dankeschön für den Big Support. Danke an alle für den Big Support. Danke für die ganzen Follows auch. Und jetzt gehen wir. Aber ich krabbel mir die Ärmel hoch. Chat. Ich krempel mir die Ärmel hoch, denn es passiert jetzt eine Sache. Wir gucken uns die Standings an. Und wir gucken, wer dritter Platz geworden ist. Weil erster und zweiter Platz ist ja eigentlich klar. Ziemlich safe, ja. Und wir gehen rein. Oh! Er guckt! Oh mein Gott, Chef Strom hat ja gar keinen Bock. Ein einziger Scheiße. Ich wäre gebrochen, Chat. Das ist der Durchbruch des Grauens. Das wäre die Brücke in Fortnite für mich, Bro. Das wäre die Fortnite-Brücke. Unterbrücke, über der Brücke. Aber nicht einmal ins Wasser, einfach in Volldamage so. Und das habe ich. Ha, ha, ha. Digga. Boah, Chef Strobel. Das wird mich nerven. Ach du Kacke. Ich glaube, er wird auch nochmal Trash-Talk von Trimax. Safe. Wenn das Max hört, dann freut er sich. Er findet Jet Boys. Und Hanky. Und Splash mit 3 Siegen nehmen hier heute an diesem Abendchat sage und schreibende 9.500 Euro mit für den ersten Platz plus 3-mal den Win geholt. Dicke, fette GGs. Mods auch nochmal den Link von Hanky und Splash bitte reinpacken. Einfach 5K. Was haben die? 5K. Jeder 5K, ja.
Fabo und Fix. Auch mit dem zweiten Platz nehmen sie heute 5000 Dollar mit. Die hatten halt keinen Win, oder? Ich glaube, das war der Bruch bei denen. Bei denen war das der Bruch, aber trotzdem geistesgestört. Ja. Dave Knight und Marky unter dem Radar nehmen sich heute auch 1500 Dollarinos mit. Und Chef Strobel und Anfer nehmen sich 1000 mit. Hami und Rack, wir machen weiter. Wir machen direkt weiter. Ich wollte gerade sagen, stimmt. Hugo und Maxify nehmen ja auch nochmal 2000 Euro mit, weil sie die ich wollte immer Tilted sagen, aber weil sie die Mega City Win geholt haben. Dann haben wir noch Omid, der 500 Euro mit Berki mitgenommen hat. Wir machen direkt weiter, damit sich alle einordnen können, wo sie ungefähr sind. Miki heute auf jeden Fall sehr doll gebrochen. Pannewitze super gespielt, meiner Meinung nach. Sehr, sehr stark. Drex-User auch, die Twitter-Community super vertreten. GGs auch dafür in den Chat. Und die Top 40 bis 50 sehen wir jetzt auch noch. Digga. Nein, also, Bro, die... Also, wie geht das? Nein, das geht nicht. Das ist krass. Du spielst 7 Runden Fortnite und machst nicht einen Kill. Du spielst 5,5 Stunden. Gar nichts. 5,5 Stunden. Top 25 ist zwar, ist jetzt auch nicht das Allercrazieste zu kommen. Nein. Du campst ein bisschen da, wie Wähler, einfach wenigstens im Baum. Im Baum. Irgendwo. Ja, ja. Einfach. Ich weiß gar nicht, ob die gespielt haben überhaupt. Ich weiß auch nicht. Chat, haben die gespielt? Hat irgendwer da mal reingeschaut oder so? Das Beste kommt zum Schluss, schreibt Rick. Okay. Clip von Fabo könnt ihr gerne reinschicken. GG's, Rick, Bro. Ey, GG's, Leute, ey, wirklich. Wirklich GG's. Ernst. Das ist schon krass. Das ist schon sehr, sehr krass. Ey, Erfahrung, Bro, ist Erfahrung. Ist Erfahrung. Und ich zeige euch jetzt nochmal einmal kurz alle Game Winner. Und dann werden wir gleich offline gehen, Chat. Dicker Kuss, Hami. Dicker Kuss, W-Stream. Wer hat gewonnen? Da sind die Gewinner nochmal. Da sind die Gewinner nochmal. Hanky und Splash mit 3 Siegen. Omid und Berki mit 1 Sieg. Maxi und Hugo mit 2000 Euro Megacity Win. Chef Strobel und Anfer mit 2 Siegen mit dabei. Das sind unsere ganzen Game Winner. Alle anderen nehmen Erfahrung mit, Chat. Ich möchte nochmal ganz dicke W's im Chat haben für meine Mods, für Aimsy, für Stefano, für alle Mods im Hintergrund, die die Regie gemacht haben, die Teilnehmer auch mitgemacht haben, die das Ganze mit koordiniert haben. Ihr versteht nicht, das war ein verfickter Fiebertraum. Bis zur letzten Sekunde standen nicht alle Teilnehmer fest und so. Das war ein verfickter Fiebertraum, Chat. Ernst. Und die ganze Produktion, die ganzen Grafiken, die alles, was dazu gehört. Die Musik im Hintergrund, das ist alles sich erdacht durch mich, durch die Mods, durch Epic Games. Das führt alles zusammen. Das führt alles zusammen und die machen das echt krass. Ernst. Ey Jungs, erstmal dicke GGs von mir an dieser Stelle. Ihr habt wahnsinnig krass gespielt, wahnsinnig konsistent gespielt, mit 4 Promille noch gespielt. Also wirklich krass. Wirklich krass. Dankeschön. Danke. Wirklich krass. Ernst jetzt. Also sei euch komplett verdient. 9.500 Euro nimmt ihr, oder Dollar nimmt ihr halt mit. Ja, Mann. Ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Dollar. Dankeschön auf jeden Fall. Dollar-Euro-Kurs ist ja eh ähnlich zurzeit, ne? Da kann man auch mal auf die Malediven dann fahren. Überlegt mal, Digga, ihr habt jetzt 5 Stunden Fortnite gespielt, ihr könnt jetzt auf die Malediven fliegen. Stundenlohn von 1000 Euro. Stundenlohn von 1000 Euro. Zweimal hin und zurück. Komplett. Echt jetzt? So crazy. Komplett crazy. Einfach 3 Games gewonnen. Oh mein Gott. Direkt nochmal Thailand-Urlaub. Alles wegen Hanky Snipes. Der Mann ist wirklich der beste Sniper. Er hat schon echt sehr krass gesniped. Ja, letztes. Ich höre nur. Ey, es war so köstlich, wirklich. Ich habe Wähler zweimal, also in 2 verschiedenen Runden, irgendwo in einem Baum gesessen und jetzt zweimal 300er Headshot bekommen oder einfach tot. Ja, manchmal braucht ihr das auch, sage ich. Vielen, vielen, vielen Dank für den Big Support. Dankeschön, dass ihr alle mit am Start wart. Danke, dass ihr am Start wart. Danke auch an Epic Games. Schwarz-Weiß, ich seh alles nur in Farben, nie mehr Hard Times. Ja, ich lerne aus meinem Versagen, sag die Wahrheit. Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times.